Shisha rauchen mit Kohleanzünder statt Kohle. Der Thumbnail hat schon verraten, der Nico packt anscheinend seinen Kohleanzünder direkt auf den Kopf und guckt, ob das Ganze funktioniert. 12 Minuten geht das Ganze und ist von Mitte 2017, also schon gute 3 Jahre. Komm wieder alt. Bei Nico. Ja, Freunde, wie ihr wahrscheinlich am Titel schon erkannt habt, haben wir heute was ganz Verrücktes vor. Und zwar bauen wir heute kein Köpfchen wie gewohnt mit Naturkohlen, sondern wir verwenden heute einen Kohleanzünder, der uns hoffentlich das Köpfchen gescheit einheizen wird. Ich dachte mir, wir probieren das einfach mal aus, einfach mal ein verrücktes Video rauszubauen. Also ohne Scheiß, wenn irgendjemand mal einen gescheiten elektrischen Kohleersatz hätte, das wäre so nice. Stellt euch mal vor, nie wieder Kohle anmachen, ihr braucht keinen Kohleanzünder mehr. Das wäre schon richtig, richtig geil. So nie warten, bis Kohle ready ist. So, okay, du musst warten, bis das Ding heiß ist, aber das geht auf jeden Fall schneller als Kohle anmachen, würde ich mal sagen. Also stellt euch mal vor, so in 2 Minuten einfach ein fertiges Köpfchen. Das wäre schon geil. Und vor allem so, die Kohle hört nie auf. So, ihr könnt den Kopf wirklich komplett tot rauchen. Das wäre geil. Und damit ihr euch das kurz vorstellen könnt, wenn wir gleich das Video drehen, wird das Ganze so aussehen, dass ich den Kohleanzünder hier nehmen werde und dann platziere ich den dann sozusagen Wilde hier Idee. Auf meinem... Wisst ihr, was ich mich frage? Normal ist der ja unten isoliert und Hitze steigt ja eh nach oben. Das heißt, die Spirale wird zwar heiß, aber die Hitze an sich geht ja nach oben weg. Wenn er das jetzt umdreht, kriegt der Anzünder eigentlich die ganze Zeit die Hitze ab. Ob das gut geht... Schauen wir mal. Ein Köpfchen. Das heißt, ich baue noch schnell den Kopf mit euch und dann schmeißen wir das Ding an und gucken, ob das Ganze raucht. Bis gleich. Oldschool-mäßig, KS Abo genommen. Fluffig bis zum Rand. Ah, okay. Er setzt eine Smokebox auf ein Abo und dann da drauf den Anzünder. Direkt wäre auch, glaube ich, zu krass gewesen. Man hätte sich überlegen können, ob man nur diese Platte nehmen kann. Man kann das ja abschrauben, dieses obere Ding. Habe ich übrigens mal probiert, einfach just for fun. Wollte ich mal wissen, ob das geht. Habe hier oben dieses Ding abgeschraubt und habe nur diese Platte genommen zum Rauchen. Hat aber nicht funktioniert. Also dieser Ring außen drum, der die Hitze so ein bisschen staut, der ist auf jeden Fall fucking wichtig. So Freunde, ja, wir haben aufgeräumt, das Köpfchen ist gebaut. Ich würde sagen, jetzt geht's gleich los. Ich rauche heute jetzt, oder besser gesagt, das Experiment versuche ich mit dem KS Apokopf zu rauchen und eine Smokebox. Ich glaube, dem passiert am wenigsten, der kann am meisten Hitze abbekommen. Und die Smokebox ist ganz passend, weil die einfach sich jetzt perfekt eignet, um den Kohleanzünder dort abzulegen, ja. Deswegen würde ich sagen... Boah, ich bin echt gespannt, ob das an Hitze reicht. Da ist ja dann nochmal eine gute Gap mit der Smokebox. Ob das passt... Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt reingepackt den Alfaka Grapefruit Minze gemischt mit dem Taubeminze von Amy. Ich glaube, die vertragen auch ganz gut Hitze. Und ja, ich blende euch das jetzt mal in eine Aufnahme ein und dann sehen wir uns gleich, sobald der Kohleanzünder an ist, Freunde. Boah. Okay, Kohleanzünder ist an. Okay, Kohleanzünder ist mittlerweile gut rot. Also ich bin echt gespannt. Ich weiß nicht, ob da genug Hitze wirklich zum Tabak dauerhaft kommt. Aber wir sind gespannt. Aber wenn, dann hätte das ja häufiger gemacht, oder? Also wenn das eine nice Möglichkeit wäre, dann hätte er das doch bestimmt gemacht. So Freunde, der Kohleanzünder ist auf dem Köpfchen, ist eigentlich schon die ganze Zeit am Angehen. Und das Problem ist, dass da drin eine Zeitschaltuhr ist und ihr merkt schon, der knistert vielleicht im Hintergrund und der schaltet sich jetzt ab und zu ab. Ich bin jetzt trotzdem mal gespannt, ob wir mit der Hitze, die er jetzt schon abgegeben hat, ob wir damit schon einen kleinen Erfolg erzielen können. Ohne den Kohleanzünder umzuwerfen. Freunde, das Ding ist schon fast runtergeflogen vom Kopf. Und ja, Freunde, dann gucken wir mal, ob das Köpfchen raucht und ob es geklappt hat überhaupt. Nee, bis jetzt also auf jeden Fall nicht. Bisher wenig Erfolg. Ja, same. Ja, das raucht wie ich sehe noch alles, oder, Nico? Schauen wir mal, ob es noch was tut. Schade, ey, das wäre echt nice gewesen. Aber ich kann mir vielleicht auch nicht vorstellen, dass es klappt. Aber noch ein bisschen. Deswegen gebe ich dem Ganzen noch ein bisschen Zeit. Und ja, eigentlich müsste es funktionieren, ja. Der Kohleanzünder dürfte ja eigentlich genug Hitze nach unten abgeben. Vielleicht bekommt aber gerade auch der Kohleanzünder zu viel Hitze, dass er überhitzt und deswegen die
Zeitschaltuhr oder was auch immer da drin ist, einfach den Kohleanzünder die ganze Zeit abschaltet. Den Kohleanzünder mal kurz beiseite gelegt und habe gewartet, bis die Spirale so halbwegs wieder am Stissel ist. Und jetzt versuchen wir das noch ein letztes Mal. Ich weiß auch nicht, wenn man sich so den Kohleanzünder anguckt, ne? Wenn ihr hier guckt, da liegt ja praktisch nur der äußere Ring gerade so außen auf der Smokebox und gar nicht innen. Ich weiß ja nicht, du. Halbwegs wieder am Stissel ist. Und jetzt versuchen wir das noch ein letztes Mal, ob es jetzt eventuell klappt. Muss nur aufpassen. Ist ein bisschen heiß, wa? Das Ding ist so scheiß heiß, das ist unmenschlich. Und jetzt muss ich auch noch gucken, dass mir hier mein Handtuch nicht abfackelt. Beim Kohleanzünder. So, also Spirale ist am Glühen. Also die praktischste Lösung ist es auf jeden Fall nicht. Blaze, moin moin, schön, dass du da bist. Test Nummer 2. Okay, sitzt wieder. Jetzt muss ich auch neben Freunde und gucken, ob der genug Hitze abgibt. Damit jetzt ist halt die Smokebox wieder kalt, ne? Ein bisschen besser ist es, aber immer noch lange nicht gut, ne? Und das Ding hat sich schon wieder abgeschalten. Ob er hier nochmal... Unsere. Ah, okay, jetzt hat er nochmal einen anderen Kohleanzünder am Start. Mal gucken, ob es damit besser klappt. Und dann schalten wir das Ding einfach mal hier auf. Boah, ich weiß aber echt nicht, ob das so gut für Kohleanzünder ist, auf Dauer so auf dem Kopf zu stehen. Schwierig. Auf an. So, jetzt schauen wir mal, was der alte Amy Charcoal Primer zu bieten hat. Schauen wir mal, ob das Ding überhaupt warm wird. Ja gut, heiß werden sollte der wohl, ne? Kommt er schon. Die Spirale ist aber noch nicht am Glühen. Schade eigentlich. Jetzt kam gerade schon beim Materie- und Kohleanzünder ein bisschen Rauch und dann kackt es den ab. Ich habe das Gefühl, es ist immer noch mal ein Ticken mehr als vorher, oder? Und solange wir warten, denke ich mir mal, können wir das Ganze in der Nahaufnahme einblenden, um zu schauen, ob das Ding überhaupt warm wird. Bis gleich, Freunde. Man sieht auf jeden Fall, die Spirale wird heiß. Also wird auf jeden Fall rot. Rot heißt meistens heiß. Und wir gucken mal, ob das Köpfchen jetzt raucht. Meiner kommt auf jeden Fall langsam wieder. Oh, nice! Was ist denn da los? Geil! Was ist denn da los? So langsam raucht's wie ich sehe euch nicht mehr, würde ich sagen. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, Leute. Also das Gute bei dem Teil ist halt, dass es sich nicht abschaltet. Es gibt dauerhaft Hitze auf die Spirale, deswegen kommt auch viel mehr Hitze an den Kopf jetzt ran. So, nice. Ich frage mich nur, wie lange der Anzünder das mitmacht, bevor er stirbt. Ich muss nur sagen, Leute, es kommt viel zu viel Hitze an den Kopf. Oh shit, schon verbrannt oder was? Das Köpfchen drückt schon ziemlich und lässt sich nicht gerade entspannt rauchen. Deswegen gibt man dem mal kurz eine kleine Pause. Freunde, es funktioniert einwandfrei. Krass. Man kann tatsächlich, falls einem die Kohlen ausgehen oder man vergessen hat, Kohlen zu kaufen, theoretisch mit dem Kohleanzünder das Köpfchen rauchen. Was ich jetzt theoretisch noch machen würde, ist, glaube ich, dass ich hier noch ein bisschen mehr Abstand gebe dem Köpfchen, ja? Was will er machen? Noch eine Lage Alu oder was? So machen. Ich würde, glaube ich, hier so einen Kaminaufsatz noch nehmen. Köpfchen dem Tabak noch ein bisschen mehr Abstand geben. Das machen wir jetzt schnell im Video. Da schraubt man einfach diesen Luftauslass ab. Hauen den Kaminaufsatz jetzt noch auf die Smokebox. Ah, okay, so rum. Oder doch nicht so rum. Vielleicht klappt so besser. Boah, der Kopf qualmt aber auch heftig. Ein bisschen mehr Abstand. Jetzt kann man das Ding nochmal. Alter, ob das hält? Ob das hält? Uff. Boah, vorsichtig. Vorsicht ist geboten bei solchen Spielchen. Ja, nicht, dass euch danach noch die Bude abfackelt, wenn das Teil bei euch down geht. Aber ja, Freunde, was ist da los? Es funktioniert einfach. Hätte ich nicht gedacht. Wie gesagt, das Projekt hat einen vollen Erfolg erzielt. Das Ganze raucht, schmeckt halbwegs gut. Ich hatte es ein bisschen Spaß gemacht. Wer Bock hat, kann es ja mal nachmachen. Aber wie gesagt,
Bitte nicht irgendwie in der Wohnung, wenn dann auf dem Balkon, falls es... Leute, ohne Scheiß, macht das nicht in der Wohnung nach. Macht das nicht in der Wohnung nach. Das kann richtig in die Hose gehen. Euch runterfällt, nicht, dass euch die Bude abfackelt, Freunde. Ich hoffe natürlich, ja, ihr habt das Video ein bisschen genossen. Ich wünsche euch da draußen noch einen guten Rauch. Wir sehen uns wieder im Livestream. Und ansonsten, Freunde, nicht vergessen, falls ihr mich sympathisch findet oder die weiteren Videos von mir sehen wollt, zeigt mir das doch mit einem Däumchen nach oben oder vielleicht sogar mit einem Abo. Damit wir bei die 1 Million, ihr wisst Bescheid. Und bis zum nächsten Video. Und bis gleich. Ciao. Uff, sehr, sehr nice. Also war ein cooles Video, aber was ich mich frage, es kann ja jetzt nicht zu krass gewesen sein. Ansonsten würde Nico ja bestimmt immer noch so rauchen. Oder es frisst zu viel Strom. Es gibt bestimmt viele gute Gründe, die dagegen sprechen, dauerhaft so zu rauchen. Aber es hat gar nicht so schlecht funktioniert, oder? Ich wäre fast versucht, das auch irgendwann mal auszuprobieren. Nur habe ich kein passendes Outdoor-Setup, wo ich es testen könnte. Doch, ich könnte mir Strom aus der Garage holen. Das würde gehen.